Einen wundervollen guten Morgen gewünscht. Ihr da draußen, ich hier. Ich freue mich heute, wieder euer Denonius sein zu dürfen. Falls ihr euch wundert, warum hier alles so zugekleistert ist, das sind meine neuen Partnerschaften, Leute. Ja, auch Denon hat sowas. Ne, also hier oben, seht ihr über mir, Bier Gaming, Bear Gaming. Eine richtig geile T-Shirt-Marke, wir werden nachher nochmal genauer drauf eingehen. Da kriegt ihr das geilste Bären-Merchandise auf diesem Planeten. Dann, hier unten, ich bin jetzt offizieller Get Shirts Partner. Da habe ich meinen Shop. Da können wir nachher auch mal ein bisschen gucken, wenn ihr was davon wollt. Und dann haben wir, ich muss immer da vorne auf den Bildschirm gucken, weil ich nicht genau weiß, was die Sachen alle sind. Extreme Raid. Extreme Raid, extrem geil. Da habe ich, da hole ich immer hier meine Nipples von. Also jetzt nicht die hier, die ich hier drauf habe, die sind nicht so gut, aber die von Extreme Raid sind extrem gut. Ne, da habe ich mir jetzt welche von bestellt. Und heute ist schlecht Wetter. Ifo Jackson, falls du fragst. Genau. Ja, und ich bin auch Insta-Gaming-Partner da oben. Die Links kommen noch. Da, wenn ihr da, da könnt ihr alle den Kanal unterstützen. Da oben über mein Twitch-Logo. Ein bisschen klein, aber fein. Aber ist da. Ist da Partnerschaft. Alles klar. Wisst ihr Bescheid, ne? Hier, Denon. Wow. Oh yeah. So. Hätten wir das schon einmal abgehandelt am frühen Morgen? Ja, die Bärengang. Kennst du nicht die Bärengang? Ganz geiles Merchandise von guten Jenko. Ach, mega geil, Alter. T-Shirts-Linie. Richtig Mode, richtig geil. Also, wenn ihr was richtig Geiles haben wollt, kauft euch was von dort. Macht ein geiles Bild. Verlinkt den Laden. Ich mache da gleich auch nochmal einen Link zu in den Chat. Könnt ihr mal reingucken. Eine Sekunde, kommt sofort, Leute. Für euch doch alles. Alles. Die Bärengang. Richtig geile Klamotten. Von Hoodies, Shirts, Caps. Ich habe keine Ahnung, was da alles ist. Können wir nachher mal reingucken. Wir sind alle Business, Digga. Alle big in Business. Alles Geschäftsmänner. Davon ab. Ne? Wir haben nur Business im Kopf. Wir wollen gar nicht, dass ihr alle Spaß habt. Wir haben immer nur Business im Kopf. Wie geht's dir? Hast du Mittagsschicht oder irgendwie sowas? So, gucken wir mal, was wir hier für Freespin bekommen. Komm mal, ich probiere das hier mal direkt aus einmal. Für euch. Für dich. Nur für dich. Pass mal auf, hier mal die ganzen... Ich habe hier mal 1000 Fernbedienungen, Leute. Ne, ich habe hier Fernbedienung fürs Licht, für Fernbedienung. Ich habe, glaube ich, sogar eine Fernbedienung für die Fernbedienung. Ich habe hier wirklich alles am Stissel. Komm, gucken wir mal direkt bei meinen Lieblingspartner rein. Spätschicht. Oh, ich bereite mich gerade mental vor. Oh, Digga, tut mir leid. Ich wünsche dir auf jeden Fall gutes Gelingen. Komm, ich gehe mal in die andere Ansicht. Da bin ich wieder ein bisschen kleiner. Aber... ist nicht schlimm. So. Fensteraufnahme. Müsste jetzt eigentlich direkt funktionieren, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht ganz. Okay. Ah ja, ich muss das ja erstmal anmachen. So, und jetzt nochmal. Nee, immer noch nicht. Hat doch vorhin funktioniert. Da, hochwertige Gaming-Shirts. Da. Ach, guck mal, nee, da bin ich erstmal. Wir fangen ja nicht mit. Der Esel, der nennt sich ja nie zuerst. Jetzt gehen wir erstmal auf den Bärenshop. Ah, natürlich bin ich einverstanden. Das hier ist der Bärenshop, meine Freunde. Kongemat, moinsen. Das hier ist der Bärenshop, Leute. Richtig geile Shirts, Tassen, alles hochwertig. Arktik, dies, das, jenes. Habt ihr nicht gesehen. Die Bärgang. Hier könnt ihr die Klamotten richtig geil kaufen. Link gibt's natürlich jetzt sofort in den Chat rein. Eine Sekunde. Beste Leben, beste Merch.
Nur mal kurz gucken hier, was ich hier alles drücken muss. Link ist kopiert, alles klar. Ich gehe hier rein, ich gehe da rein. Ich habe hier, da. Super, hier. Hier der Bärenshop, hier könnt ihr kaufen. Kaufen, 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 Leute. Guckt euch an. Wenn ihr das nicht kaufen wollt, erzählt es weiter. Beste Job im Leben. Guckt euch mal die Designs an. Das sind unique, wirklich unique Designs. Ne, da muss man echt mal ein Auge drauf werfen. Ne, sprichwörtlich, wer Glasauge hat, kann direkt schmeißen. So. Erstmal moin alle zusammen. Hi Goldmans, hi Kongo. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich da bin. So, ich drücke mal hier einmal kurz weg. So, könnt ihr noch sehen, könnt ihr noch sehen, könnt ihr noch sehen. Okay, dann kommen wir jetzt zu meinem eigenen Shop einmal. Da, the pitch is ours, eFootball, Deno 0815. Das ist mein Merch-Shop. Da könnt ihr rausgucken. Könnt ihr hier alles schön bestellen, alles hochwertige Klamotten. Ich habe bei GetShops, da bin ich auch Partner, davon ab. Ne, richtig Partner. Ne, könnt ihr das auch überhaupt alles sehen? Ich guck mal kurz. Ach, richtig geil. Ne, ist zu groß, ne? Oh, Digga. Ja, da muss ich aber einmal nachhelfen hier. So. Mein Gott, das sah ja gerade sehr unprofessionell aus. Aber ist nicht schlimm, weiter geht's. So. Das ist mein Shop. Haben wir gehabt. Ja, schön. Der Link kommt immer wieder zwischendurch hier rein, obwohl ich könnte ihn auch nochmal hier reinwerfen. Können wir später mal gucken. Und dann bin ich auch noch jetzt Partner bei Instant Gaming. Ne? Link könnt ihr auch haben, Partnerlink. Dies, das, jenes, könnt ihr euch hier Guthaben holen. Ist immer geile Rabatte drauf, richtig geil. Und alles, was über meine Sachen hier in den Kanal fließt, fließt natürlich im Endeffekt wieder zu euch zurück. Weil ich wäre nicht der Dennen, wenn ich nicht der Dennen wäre. Ich will natürlich direkt wieder zurückgeben. Ihr kennt mich, ihr wisst, wie das läuft. Auch wenn der Dennen mal was gewinnt oder so, kommt das meistens immer irgendwie wieder mit zurück in den Pott oder wird verschenkt oder ich hau das irgendwo anders rein. Und so wird das hier auch alles laufen. Ne? Also alles, was bei mir sich dann da in diesen Konten da irgendwie summiert, fließt praktisch wieder als Gewinne in den Stream rein. So habe ich das geplant. Dass ich dann praktisch anfange, Shirts, Guthaben und all den Krempel auch nochmal direkt zu verlosen. Was ich jetzt auch nochmal gerne zeigen möchte, ist halt, was ich auch richtig geil finde, ist hier. Extreme Raid. Richtig geil. Kommt auch noch der Partnerlink demnächst auch noch hier rein. Nur schon mal announcen, Dennen jetzt ganz groß im Geschäft. Hier könnt ihr richtig geile Klamotten für eure alle Konsolen und Klamotten holen. Wenn ihr ein bisschen Bock habt auf Modding und Rumschrauben, könnt ihr natürlich modden und rumschrauben. Und dann habt ihr Spaß. Bei mir gehen nämlich zum Beispiel immer, die sind jetzt hier von so einem billigen Anbieter. Die sind schon längst ersetzt, aber die gehen halt wiederum schnell kaputt. Und die verkaufen hier wirklich hochwertigen Scheiß. Also richtig hochwertigen Scheiß. Da habe ich auch Bock drauf. Hab mir auch schon was von da bestellt jetzt. Naja. Wisst ihr Bescheid, Leute? Das sind meine Partnerschaften. Ich gehe jetzt auch nochmal zurück in den Partner-View-Modus und mach mal hier wieder klein und leise. Und dann können wir nachher nochmal drauf eingehen, ganz gerne. Wir wollen dann gleich auch noch ein bisschen spielen, würde ich sagen. Ne? Ich will auch mal gucken, ob ich hier in die Opens reinkomme. So, einmal zurück hier. Schupp. Könnt ihr nochmal sehen. Partner. Geil. So. Ich hoffe, ansonsten euch geht's auch richtig geil. Wir könnten den Bums hier noch ein bisschen heller machen, aber habe ich jetzt gerade keinen Bock, schon wieder aufzustehen. Jetzt die Frage, wie geht's euch? Also, ja, so klappt das natürlich nicht. Erschrecken Sie nicht! Ne, geht immer weiter beim Dennen. Ab und zu bin ich halt ein bisschen viel am Rumfummeln, aber danach ist wieder Rumschrauben ist mein Leben. Nein, Quatsch. Das sieht sehr gut aus alles. GG Daniel, immer weiter und besser. Gefällt mir. Dein Instant-Link werde ich safe nutzen. Ja, gerne, Digga. Immer gerne. Ich hau den auch einmal kurz hier rein schon mal. Ich habe mir auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben. Rookie Kickers, hi, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der Daniel halt nicht der, sag ich mal, allerbeskillteste Superskiller. Ich habe das mal maximal
Rang 12.000 geschafft in Division. So, da habe ich mich mal einmal festgesetzt. Ich bin einmal bis 6,5 hochgekommen, aber das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Aber wie man hier sehen kann, ich spiele immer ein bisschen out of norm. Also ich spiele überhaupt gar keine Meta. Ich habe mittlerweile sogar noch nicht mal mehr irgendwelche Befehle hier drauf. Kann ich mal zeigen. Ich habe auf meine Leute keine. Die sollen spielen, ja? Die sollen einfach Fußball spielen. Das ist jetzt mein Motto. Die sollen einfach spielen, die Leute. Und damit gehen wir auch gleich in die Open rein. Ich bin mal gespannt. Aber vorher mache ich hier einmal ein Spielchen hier irgendwas anderes. So, ich muss jetzt von der Massagebank in die Werkstatt. Bis später und viel Spaß. Hast du Urlaub? Nein, ich habe schlecht Wetter. Ich habe morgen auch noch einen Tag frei. Mittwoch muss ich wieder los. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Danke der Nachfrage. Alles gut bei dir? Ja, Rookie Kickers. Bei mir ist alles blendend, in bester Verfassung. Ich mache noch einmal kurz Werbung. Da oben die Bear Gang. Get Shirts Partner. Bisschen angeben. Extreme Raid Partner. Ich arbeite da noch an so ein paar Dinger. Aber wenn wir bald hinkommen. Da oben Instant Gaming. Ist schon geil, ist schon geil, ist schon geil. Der gute Denon, ne? Auch mit Passion kann man einiges erreichen, meine Freunde. So, demnächst werde ich auch noch mal so ein bisschen, aber werden wir mal sehen. Da will ich nicht noch nichts an die große Glocke hängen. So, und jetzt werde ich wieder ordentlich auf den Sack kriegen. Das gehört zum Programm. Immer wenn ich online komme, hagelt's Niederlagenserien. Jetzt aktuell in der Division bin ich hier gar nicht ganz so hoch, aber macht mir trotzdem Bock. Hier Rang 35, irgendwas. 43% Winrate. Früher war ich stärker, also in der Demo. Die Demo lag mir auch ein bisschen mehr, muss ich sagen. Die war ein bisschen langsamer. Aber da finde ich jetzt auch gut rein. Macht mir auf jeden Fall tierisch Bock. Und ja. Vielleicht kommen wir ja heute auch noch in Division 2 rein. Das wäre auch geil. Division 1 ist das Ziel. Diesen Monat noch, bis die Phase zu Ende ist. Und wir haben hier natürlich jetzt die Qualifiers Round 1. Da möchten wir gerne gleich teilnehmen, würde ich sagen. Ne? Können wir hier mit jeder Mannschaft teilnehmen? Müssen wir mal eben gucken. Gucken wir mal eben. Schauen wir mal eben. Alle anderen, ich grüße euch erstmal. Schön, dass ihr alle da seid. Ich drücke mal hier einen von meinen tollen Knöpfen, um euch zu begrüßen. Hallo, hallo. Wer mich noch nicht kennt, ich bin der Denon. Lasst ein Follow da. Ich habe auch neue Sub-Sounds. Leute, ich habe einen richtig geilen neuen Sub-Sound. Ja, aber der kostet halt einen Sub, ne? Das ist doch eine Sache. Aber der ist richtig fett. Und sobald der einmal gelaufen ist, werde ich natürlich auch sagen, von wem der ist, dies, das, jenes. Ihr kennt's, ihr kennt's, ihr kennt's, ihr kennt's. Und dann gucken wir mal, womit kann ich hier spielen? Natürlich mit meinem Team, geil. Irgendwelche Sonderregeln. Bla 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 bla, IFO World Championship, Open Round 1 ist auf dem Weg, dies, das, jenes, größte offizielle. Ja, hier dürfen nämlich alle teilnehmen. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, 20 Millionen Teilnehmer. Ist nicht schlecht, alles offizielle Zahlen, die ich hier immer dann preisgebe. Hier ist kein. Die haben mich jetzt gelabert, das ist richtig cool. Wir machen auch teils Leute mit, von denen hat man vorher nicht gehört, aber die spielen einfach sau stark. Das sind die Leisen. Nicht alle, die schreien, sind die Besten. Gibt auch viele leise, ruhige Leute, die haben einfach noch viel mehr drauf, als man selber denkt. Und gegen die bricht man sich ordentlich einen ab. Ach, guck mal, IFO Points auch. Ach, 50 Cent, boah, da schlagen die sich wieder alle tot. Es gab, oh, guck mal hier. Mein Gott, da bin ich wahrscheinlich den ganzen Tag heute mit beschäftigt, hier durchzukommen. Aber mal gucken, ne? Ich könnte ja auch einfach gleich trocken hier reingehen. Warum nicht? Mach mal Probesub. Haha, haha, nö. Nö. Da nehme ich den Leuten ja den Spaß weg. So sind wir nicht. Hör mal. Ne? Warte, da kriegst du aber hier. Pass auf. Nee, gar nicht. Was anderes. Wo ist denn hier Lachen? Hier, guck mal hier. Guter Witz, nächster Witz bei uns. Blöd, hör mal. Ja. So, Leute, ich würde sagen, ich trinke mal einen Schluck. Natürlich darf die Schokolade gleich nicht fehlen. Ich habe mir hier ein bisschen M&M's gegönnt. Ja, könnt ihr sehen? Die schönen Kilo M&M's, die fülle ich mir nachher in so eine schöne Tupper rein. Richtig geil, da freue ich mich auch schon drauf.
Und hier mein Wässerchen. Wässerchen, ganz wichtig. So, ach ja, genau. Wir können ja mal durchgucken, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt hier die Epics anpreist und alles groß durchgeht. Aber wir können gerne mal reinschauen, was uns Konami heute Neues zum Buttern gibt. Ne? Wobei ich immer sagen muss, ihr müsst nicht buttern. Man kann auch gut mit all dem, was Konami einen hier so zwischendurch gibt, hier Missions, dies, das, ach mein Gott. Ihr müsst noch nicht mal den Matchpass holen eigentlich, um hier klar zu kommen. Ich habe hier auf einem anderen Account, habe ich mir auch mal ein Free-to-Play-Team gemacht. Und damit bin ich auch locker in die Ranks gekommen. Und ich bin nicht der Allerbeste. So, ne, auf keinen Fall. Den Schuh würde ich mir nicht anziehen. Da sind draußen Leute, die spielen im Eselturnier oder rocken alles Mögliche weg. Pro-Gamer halt und so Sachen. Die ziehen alles weg. Können sie ja auch. So viel Zeit habe ich leider nicht, um so viel zu trainieren. Obwohl ich schon versuche, viel zu machen, um halt gut klarzukommen. Aber Dennen ist halt der Stuckateur, der Vollzeit arbeiten ist. Oft auch 6 Tage die Woche. Heute habe ich natürlich frei. Bisschen schlecht Wetter abfeiern. Ist auch mal gut. Hier, wir haben die spanischen Midfielders. Spanisch League Midfielders. Da sind bestimmt auf jeden Fall richtig geile bei. Ich sehe schon Rivaldo, obwohl Rivaldo, habe ich gehört, der ist nicht so charakterstark. Hat sich mal, ich glaube, gegen die Türkei einfach fallen lassen an der Eckfahne. Daher fällt der, wird für mich schon voll flach fallen. Habe ich schon keinen Bock drauf. Beckham ist klar. Brauchen wir nicht viele Worte drüber verlieren über Beckham. Und hier, den kenne ich gar nicht. Ich kann ihn noch nicht mal aussprechen. Gaiska Mendieta. Aber wahrscheinlich auch geil. Wahrscheinlich alle starke Karten. Beckham, wir brauchen wirklich nicht mehr. Wir spielen im Pferdeturnier. Im Pferdturnier. Haha, haha. Nee, noch ein Lacher kriegst du nicht. Der Kostensab. Nein, ich bin nicht so. Ohne Witz. Okay. Naja, dann POTW-Karten, die sind sowieso immer geil für Leute, die da gar nicht so viel, unglaublich viel reinbuttern wollen. Hier die ganzen Karten. Hier habe ich mir auch ein paar geholt. Ein Pack habe ich leer gekauft. Das Japaner-Pack. Ich als alter Konami-Fanboy und auch als Japan-Fan, ne, egal was, diese ganze asiatische Kultur finde ich schon recht ansprechend und cool, egal was da alles so gibt. Habe ich mir erstmal komplett gegönnt. Ja, ansonsten haben wir hier noch den Freespin. Den Freespin, den werden wir jetzt mal rausballern. So, jetzt mache ich hier erstmal aus, dass ich hier nicht sehe, dass hier immer. Das macht mich mal total nervös, wenn ich sehe, wie viele Leute hier drin sind. So, aus. Ah, besser. So fühle ich mich doch schon viel wohler. Wem kriegen wir da? Rodriguez. Ein 3-Sterne Rodriguez. Sehr schön. Brauchen wir aber nicht. Direkt raus. So. Sehr gut, sehr gut. Ich gehe jetzt auch mal hier wieder in meine andere Ansicht. Gleich gehen wir in die Live-Ansicht. Ah, hier habe ich irgendwas, ist hier an. Brauche ich nicht. So. Alles gut. So. Also ich habe jetzt Bock, einfach mal ins Match zu gehen. Mal gucken, was wir hier spielen, wahrscheinlich die Stärksten der Stärksten. Und ich gucke einfach mal, was kann ich da ausrichten? Warum sollte ich und warum nicht? Einfach nur ein Tor schießen. Sollte eigentlich easy sein. Komm. Gehen wir da rein und schießen ein Tor. Jungs, da geht er jetzt raus und ballert mal eine Bude. Da kommt er wieder nach Hause. Alles klar, trinken wir mal einen Schluck und ballern eine Bude. Live-Ansicht. Live-Ansicht war welcher Knopf nochmal? Ja, ich streame nicht so regelmäßig. So. Ah, hier, genau. Nochmal überall Werbung. Werbung, 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 weil die schalte ich gleich aus. Ich muss selber lachen, wenn ich das sehe. Da, schönes 5 Balken. 5 Balken sind immer gut. So, komm, ich mache jetzt hier erstmal aus. Ich glaube, nur die Bear-Gang, die werde ich demnächst drinnen lassen. So, wir wollen ja was vom Spiel sehen. Ansonsten alles wunderbar bei mir. E-Mails ballern schon. Wundervoll. Erstmal alles ausmachen. So. Wurde ich direkt weggedrückt. Warum auch immer. Wollen wir gar nicht wissen.
So, ich bin schon ganz scharf da drauf. Ach, ich habe noch gar nicht bei Twitter einen Tweet weggeschickt. Wenn wir hier schon die ganzen Bums machen, ja, da wollen wir auch ein bisschen Werbung schalten, ne? So. Wo ist mein? Moinsen, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Mücke. Schön, dass du da bist. Ich muss nur eben hier so ein Ding raushauen. Ein Moped an die Leute. Genau, ein Twitter hier. Ja komm, den hauen wir einfach raus. Ist ja egal, senden. Über andere Apps. Gegen die Wackermackerfone. Das ist geil. Wackermackerfone, das klingt geil. Wackermackerfone. Freestyler. Wackermackerfone. Wo ist denn hier? Wo ist denn? Oh, ominöse X da, alles klar. Wir machen einen Post. Alles klar, direkt raushauen. Fertig. Haben wir gewonnen. Ja, wir haben hier gerade schon gut Werbung gemacht einmal. Mücke, warte für dich auch noch einmal, damit du Bescheid weißt. Ne? Hier, Bear Gaming Partner, Get Shirts Partner, Extreme Raid Partner, Instant Gaming Partner. Wir sind verpartnerisiert mit der Welt einfach, ne? Schon nach 11 und er liegt immer noch im Bett rum. Gib mir doch nicht, ey. Ja, Digga. Ich lieg hier immer. So, ich mach mal meine Werbepartnerschaften hier mal alle wieder weg. So. So, wir gehen rein ins Match. Mein Gegner ist schon heiß und fertig. Der wird mich jetzt eh erstmal über die Leisten ziehen, weil ich jetzt trocken ins Game gehe. Ne, ich habe heute noch kein Spiel gemacht. Ich habe erst jetzt noch 48 Stunden am Stream rumgefummelt. Und daher bin ich jetzt ein bisschen kalt am Reingehen. Normale Form aller an. Okay, mein Gegner spielt eine Taktik. Gucken, ob wir dagegen ankommen können. Denn dann einfach der Partner aller Partner. Ja, ich bin... Pass auf, der nächste noch Telekom-Partner ist im Com. AVM bin ich dran, aber werden wir sehen. Jetzt bin ich heißer geworden. heißer geworden. Und ich habe natürlich einen richtig geilen neuen Sub-Sound, Leute. Der ist richtig nice. Einfach hier meinen Modric wegpflanzen, das geht nicht. Direkt erstmal gelbe Karte für Casimiro. Ohne Sombrero. Boah, ist ja abgedroschen, der Witz, ne? So, wer macht Stoi? Na komm. Ah, schade. Oh, ihr Bempti. Schlecht geschossen von mir. Wie gesagt, ich gehe jetzt halt kalt ins erste Match direkt. Die Nilsson. Ah, schade. MVP nicht mitgedacht. Und wieder die Nilsson, aber nochmal auf Grosso. Kubo, komm. Und wieder ein Freistoß. Sollen wir den wieder voll drauf brezeln? Ja, komm, wir flanken den diesmal rein. Und noch eine Ecke. Hier mal natürlich direkt einen Konter. Kann ich? Kubo hat gesehen. Da oben habe ich schon wieder gesehen. Da war schlecht. Ich habe schon gesehen, dass da zugelaufen wird.
Ah, jetzt werden wir gekontert. Ja, sauber. Ins Abseits gerannt. Beats Radio, beste Mucke. Mist, Mist, da hätte ich mehr rausmachen können. Ich stand da schon ganz frei, aber egal, weiter. Ja, wir werden gekontert. Jetzt aufpassen. David hat aufgepasst. Sehr gut. Bam! Da ist er endlich drin! Da haben wir die erste Runde auf jeden Fall schon mal geschafft. Das ist schon mal gut. Da ist er drin. So muss das sein. Ach, schade. Rose muss da irgendwo sein. Abseits, schade. Zu spät gespielt den Ball. Die Opens haben angefangen. Da spiele ich gerade drin. Dann ist noch ein Englisch-Event. PvP am Schlüssel. Damit sollte auch deine Frage beantwortet sein. Also zwei neue Events. Einmal die Open, wo es auch 50 Cent gibt. Und English Event habe ich jetzt noch nicht genau reingeguckt, Digga. Dann haben wir ja natürlich noch die englischen Mittelfeldspieler als Epics, neue Beckham und noch zwei Leute. Genau, den Nilsson. Aber auf den habe ich gar keinen Bock. Die Straße sagt, ist nicht gut. Weil den Eckentrick können sie alle, ne? Wenn sie sonst nichts können, ne? Ah, schade, schade, schade. Hauptsache Eckentrick am Schlüssel. Ah, das war dumm. Ah, das war nicht so clever. Das war nicht schlau. Danke für die Abos.
Danke. Boah, geil, ich hab direkt Gänsehaut gekriegt. Ja, jetzt kann mich nicht mehr konzentrieren. Vielen lieben Dank. Jetzt wieder Konzentration. Eigentlich halb vorbeigekommen, ist egal. Ich glaube, der wollte flanken. Ja, GG, gute erste Halbzeit. Danke für dein Abo, Digga. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ja, auch sehr gut. Ich muss schon wieder pinkeln, aber das nützt jetzt gerade nichts. Ich muss hier erstmal durchkommen jetzt. Für 1-0 ist ganz in Ordnung. Server sind auch super gerade. Kann mich nicht beschweren. 9 Monate schon, Digga. Können wir ja schon bald austragen. Boah, Digga. Boah, jetzt gibt er Gas. Jetzt will er. Jetzt will er, jetzt will er. Jetzt ist er wach. Ich muss wieder aufpassen. Boah, so was darfst du nicht machen, Dennen! Hakenbeine haben die jetzt gerade gekriegt, irgendwie. Boah, ich hätte schon längst 3-0 führen müssen, mindestens. Noch gut abgelaufen. Ich hätte den nur lieber gerne vorsichtig rausgeklärt, aber jetzt ist der am Kommen. Wird immer stärker. Der Witz wohl jetzt hoffentlich nicht so oft auf. Der Haaland wird gleich nur einen machen, hör mal. Weg. So, komm, ich wechsle jetzt mal Verstärkung an. Meine Außen sind schon langsam müde. Dann machen wir mal Vinny Super Sub, Ito Super Sub, Rui Costa für mehr Präsenz im Mittelfeld rein. Der Sturm ist auch schon müde. Hoffen wir mal, dass wir so ein bisschen mehr frische Energie reinbekommen. Nur noch in der Rückwärtsbewegung. Und wieder eine Flanke. Ja, irgendwann kommt er durch.
Ah, schade, schade, schade. Ist lange gebraucht. So geht das nämlich. Da ist er. Rui King Costa. Schönes Tor. Rodrigo drauf? Nee, doch nicht. Ja, er kann nochmal. Oh, Mann, 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 ey. Jetzt versuchen wir mal nochmal so ein. Mein Gott, die treten den da mit drei Leute. Da muss doch mal was gepfiffen werden. Ito, habe ich gesehen, Raoul. Richtig so. Richtig so. Kann er nicht angehen hier. So, jetzt gucken wir mal. Das ist das Beste, was ich hier machen kann. Komm, ich spiele den einfach an. Ah, schade. Im Abschluss, da ist der Denner nur noch sehr, sehr schwach. Werden wir gleich auch an den Statistiken sehen. Das war dumm. Oh, schon wieder ein weggebrezelt. Gibt es hier keine Schiedsrichter in der Open oder was? Oh, der macht jetzt ausnahmsweise mal eine Flanke. Kann sich Raoul nicht durchsetzen. Komm, kannst du mal langsam abpfeifen jetzt hier. 94. Minute, 3 Minuten Nachspielzeit. Außer das Spiel wurde jetzt auf 2x45,5 erhöht. Jetzt sind wir schon leicht drüber. Komm, Boso. Du musst jetzt regeln. Der hat da schon wieder irgendwas vor. Der hat nochmal schnell auf YouTube geguckt. Oh. Jawohl. Wow, da haben wir uns direkt den ersten Sieg im trockenen Match geholt. Sehr geil. Digga, 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 Digga. Das war, Oh, geil. Ja, da können sie sich freuen, die Jungs.
Ja, aber ganz gut. Aber sind ja noch nicht mal alle Bälle aufs Tor gekommen. War schon alles in Ordnung so. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 100 Spiele voll gemacht. Bis jetzt. Perisch von Tottenham nach Split. Jo, habe ich gehört. Habe ich gehört. Hartjuckel Meister werden. Ja, wird schwierig. Also, die sind ja auf einem guten Weg. Aber was ich jetzt in den Vorbereitungen diesmal gesehen habe bei Dynamo, wird spannend. Wird eine spannende Rückrunde jetzt. Oder sagen wir mal eher so, eine spannende zweite Saisonhälfte. Die haben ja alle 5 Minuten Rückrunde da immer irgendwie in der HNL. Bin gespannt. Ja, wir wollten ja auch erst noch Brekolo zurückholen und dies, das, jenes. Aber wir haben immer noch Bruno. Und wir haben einen Haufen Leute, die richtig Bock haben, jetzt dafür zu sorgen. Wir haben jetzt 2 Japaner bei uns im Team. Ogiwara und Kaneko. Richtig starke Spieler. Beide Aspiranten für die Nationalmannschaft, für die japanische. Und Kaneko ist auf der rechten Flügelseite unglaublich stark. Ogiwara auf der linken Seite jetzt am Stissel. Als Linksverteidiger einsetzbar, auch genauso als linker Flügel. Und die beiden sind jetzt schon Helden in Zagreb. Weiß nicht, ob du davon was mitbekommen hast, aber ich habe davon so ein bisschen was mitbekommen. Ich war auch bei so einer Live-Schalte dabei, wie die Autogramme gegeben haben und so. Sehr, sehr tüchtige, nette Jungs. Oh, hier brauche ich jetzt 3 Punkte. Ja, von jetzt an wird es schwerer. Bevor ich mich zu sehr freue, gucke ich jetzt einmal kurz, woher der werte Herr hier kam. Wackermackerfaune. Ja, okay, Division 3 Spieler. Ja, ist ja genauso wie ich, also mein Level. Dann ist das schon okay, dass ich hier 2-0 gewonnen habe. So, jetzt gehen wir hier in die nächste rein, aber vorher muss ich einmal Wasser lassen, Leute. Und, hier gibt's 50 Cent, hier wird sich totgeschlagen wahrscheinlich. Mit dem Team gehen wir gleich wieder rein. Die Nilsson. Richtig geiler Spieler. Hat von mir aber auch ein paar Sachen bekommen, mittlerweile. Interception, Flanken, Weighted Pass, One-Touch Pass. Das ist sowieso der Überspieler, Modric. Ich habe den nur ein bisschen schneller gemacht. Richtig geil, Kubo, einer meiner Lieblingskarten hier. Geht auch ab wie Schmitz Katze. Ah jo, der hat ja den Marseille-Turn, vergesse ich immer. Mbappé muss spielen. Einfach starke Karte, egal was man davon für eine hat. Ich habe hier auch noch einen Haufen Leute, die auch Bock haben, aber ich habe hin und her und ausprobiert und dies, das, jenes, aber die machen mir hier am meisten Spaß. Die jetzt hier, wie sie hier sind. Zwischendurch habe ich mal hier ausprobiert Hakimi und Dumfries auf der rechten Seite, aber da macht mir am meisten der Kubo einfach Bock, ne? Ja, und Upamecano und Puyol sind natürlich dabei, um eventuell defensiv zu verstärken. Ja, das ist ja auch nochmal die Sache. Muss ich mal defensiv auffrischen? Ist ja auch oft mal wichtig, habe ich jetzt auch ein paar Leute am Start. So, jetzt muss ich aber einmal hier den Jürgen würgen, aber wir gucken erstmal, wie spät wir haben. Schauen wir erstmal auf die Uhr. Achso, ich dachte schon, das bin ja gar nicht, ist ja gar nicht mein Kanal, was läuft denn hier für eine Werbung? So, wir haben hier noch nicht mal 1 Stunde da, dann gehe ich nur einmal kurz mal den Jürgen würgen und dann bin ich sofort wieder da. Dann geht's auch direkt weiter, Leute. Derzeit lasse ich euch mal einen ganz geilen Song kurz am Stissel. Mach mal hier ein anderes Bild. Irgendwas Einladenderes. Drücken wir mal den Knopf. Sieht das einladender aus? Sieht auf jeden Fall einladender aus mit Werbung drin und machen einmal kurz einen Song an. Weil wir spielen hier nämlich Hard Ifo.
Playstation, Xbox, PC und Playstation. Gute Zeit für den Schuss ins Ziel. Bald kommt DV auf dem Busmobil. Alles wird Liebe, müsst nur belieben. Leider ist der Rest ja liegen geblieben. Checken's leider nicht und raufen die Friesen. Spinnen, leveln, Stunden verfliegen. Double Touch nicht so easy zum Lernen. Free Spin, Epic oder 3 Sterne. Jede Menge Slots für jedes Dream Team. PS5 Packs laufen auch bei Steam. Alles wird Liebe, müsst nur belieben. Players of the Week mit CR7. Manche Leute sagen alles pay to win, aber Division 1 mit dem Standard Team. Sag, ich spiele HDV, so richtig HDV. Seit die Demo kam, spielen wir HDC vor. Ich spiele HDV, so richtig HDV. Seit der Demo, Mann, spielen wir HDC vor. Lecker M&M's am Stüssel. Müssen wir gleich mal nachfüllen, die Box. Ist nicht mehr viel drin. Aber ich habe ja hier Nachschub. Kann man die auch vorsichtig öffnen? Oh, guck mal, dann mache ich das hier direkt. 1 Kilo M&M's. Oh, guck mal, da ist mir direkt einer in den Schritt gefallen. Lecker, lecker, lecker. Oh. Einmal reingreifen, wer möchte, kann sich was nehmen. Machen wir sich das halbe Deckel drauf. Ja. So. Auf ins nächste Match, würde ich sagen. Ja. Machen wir jetzt. So. Hier zu den Werbepartnerschaften. Nachher nochmal mehr, wer dazu wissen möchte. Jetzt gehen wir erstmal wieder in die Live-Ansicht. Weil wir wollen spielen, ne? So, Live-Ansicht. Oh, nee. 3-Balken-Match natürlich nicht. Habe ich keinen Bock zu. Boah, die sind aber lecker, ey. Weil ich esse die voll gerne. Solange kein Match da ist, können wir noch ein bisschen Werbung einblinken lassen. Zup. Beer Gaming. Die Beer Gang. Die Beer Gang. Die Gaming Gang. Am Stüssel. Get Shirts. Richtig geil, Leute. Nee. So sind wir nicht. 3-Balken-Matches wollen wir nicht. Minimum 4 oder 5. Minimum 4 auf jeden Fall. 3er spiele ich auf keinen Fall mehr. Komm. Ah. Sieht nach PlayStation-Neustart aus. Irgendwie wird es bei mir immer nur besser, wenn ich die PlayStation einmal neu starte. Ja, mal so lange wieder in die andere Ansicht. Kann ich euch hier nochmal ein bisschen zeigen, Dan und Mersch. Muss ich in die andere Ansicht führen. Musik.
Es ist wieder so klein. Warum ändert sich das immer? Ich habe keine Ahnung. So. Guckt, könnt ihr euch ein Kopfkissen holen? Könnt ihr mit mir kuscheln? Ne, oder wenn ihr wollt, hier so ein schöner Hoodie. Aber natürlich auch in verschiedenen Farben erhältlich. Ne? Ich finde den selber hier mit dem Goldkranz am coolsten. Hätte ich auch eigentlich so auswählen können. Das hier ist geil. Der Heavy Zip Hoodie, den werde ich mir auch noch selber holen. Mauspad. Oder hier so eine schicke Mütze, wenn kalt ist. Eine geile dies, das, jenes. Hier für eure Frau. Wie ihr wollt, wie ihr wollt, wie ihr wollt. So. Der Link kommt auch immer ab und zu. Genau, hier, nee, gar nicht. Das andere hier, was immer über meinem Kopf war, ist die Bear Gang. Leute, ist das nicht heiß? Das kann man sich doch mal gönnen. Richtig schick. Denn dann ziehst du auch bald nach Dubai wegen Steuern sparen. Dafür, also um sowas in Erwägung zu ziehen, muss ich ja erstmal was verdienen. Aber ich verdiene ja nichts da dran. Und was ich vorhabe, habe ich ja schon einmal erwähnt, Digi. Aber der Witz war gut auf jeden Fall. Mann, ey, ständig kommen Kollegen und wollen was. Hab gesagt, Dennen ist on, verpfeift euch, ja. Sagst du, Triprise-Matre mit deinen Problemen, Alter. Die Spacko, Alter. Was ist los mit dir, hör mal. Such dir einen eigenen Job. Bezahlst du mich dann, wenn ich dir helfe, oder was? Ja, ganz ehrlich. Ne? So, und natürlich nicht vergessen, den Link werde ich auch nochmal reinposten. Mein Affiliate-Link und mein Partner-Link zu Instagaming. Wenn ihr buttern wollt, buttert hier drüber. Und später dann, wenn was dabei rumkommt, wird es natürlich direkt wieder hier im Kanal verlost werden. Habe ich richtig Bock drauf. Und euch dann eine Freude zu machen. Ihr macht euch im Grunde dann selber eine Freude. Ne, ihr buttert zwar, aber dann denkt ihr so, erstmal spart ihr beim Buttern, was ja dann schon richtig geil ist. Ja, und gleichzeitig sorgt ihr dafür, dass vielleicht Leute Buttern gewinnen können in meinem Stream, die sonst nicht so viel buttern können. Ja, das machen wir schon. Auf jeden Fall wird das immer direkt alles abverteilt an euch. So. Wir machen jetzt aber weiter. Ich möchte jetzt weiter die Open, in den Open alles geben. Ja, Mann! Genau! Ne? Und damit ich da was von hab, ne? Pass mal auf. Beziehungsweise ihr was davon habt. Muss ich einmal kurz gucken, wo ich das hingepackt habe. Irgendeinen habe ich das nämlich geschickt. Instant Gaming Partner Link hier. So. Könnt ihr sofort haben. Ich habe die ganzen Links noch gar nicht so eingebaut. Ja, mit diesem Link macht der Kanal auch ein bisschen was. Holst du über diesen Link, holst du das, Digga. Und dann, dann kostet eine 100er. Ja, warte, komm, ich zeig jetzt nochmal. Guck hier sparst du bei einer 120er-Karte, sparst du schon selber 20 Euro, Digga. Ne? Wenn du dir eine 100er-Karte holst, sparst du 15 Euro, Digga. Und das ist immerhin. Und wenn du dann noch ab und zu wartest, wenn Konami hier die Coins raushaut, hey, was willst du mehr? Ne? Und dann noch schön hier mit meinem Link holen, Digga. Freut sich der Dennen und freut sich am Ende auch die ganze Nugattis und Denonios Community. Ich werde das alles auch so ziemlich transparent halten. Will natürlich auch keinen Ärger haben. Nicht doof rüberkommen. Naja. Ist schon geil. So, aber wir machen jetzt hier mal weiter im Text.
Live-Szene mit Werbingpartner. Gerade nochmal gezeigt hier alles. Get Shirts. Ja, kenne mich nicht aus. Mache das nie. Ja, mit Buttern, ich weiß. Das sage ich auch immer extra nochmal dabei. Ihr müsst nicht buttern, um in dem Spiel irgendwo hinzukommen. Ne, das nebenher nochmal. Ich habe ja auch noch einen Free-to-Play-Account, also einen richtigen, ohne dass ich da was reinbutter. Und ihr bekommt von Konami so viel, wenn ihr hier fleißig die Sachen abzockt. So viel geschenkt. Und wenn ihr das clever reinvestiert, dann, eure Zeit dann praktisch, kommt ihr auch da mit starken Spielern überall hin. Wie ihr wollt. So, wir gehen jetzt mal hier rein. Boah, ich brauche noch ein paar M&Ms. Lecker. Ach, guck mal, da fällt mir schon wieder einer runter. Ihr müsst nicht buttern, wenn dann maximal in meinen Kanal rein. Nee, Ivo, ist ja auch so. Das wird ja auch falsch verstanden. Das ist Cosmetics. Das ist wie in allen anderen Free-to-Play-Spielen genauso. Du musst nicht, du machst das ja für dich dann. Das ist ja sogar in dem Pferdespiel so, von meiner Tochter. Free-to-Play, du kannst aber auch 30 Euro für ein Pferd in-game ausgeben. Musst du aber nicht. Du kannst den gleichen Spielspaß auch mit dem Pferd haben, was du dir da erspielen kannst. Dann hast du aber ein Pferd mit rosa Schleifchen drin. Ne, dann hast du halt einen Wolf mit schicke Schuhe. Weißt du, wie ich meine? Boah, die sind aber lecker. Nee, ihr müsst nicht buttern. Aber wenn ihr buttern wollt, benutzt bitte meinen Partnerlink. Aber Margini ist schon krass. Wenn da hinten vier von solchen hast, macht es schon Unterschied. Ja klar. Aber den größten Unterschied macht immer noch der Typ, der hier dran sitzt. Finde ich. Ich habe schon gegen Leute gespielt. Das ist ja auch so, wenn ich gegen dich spiele, Ivo Jackson. Du hast jetzt nicht das Butterteam. Ich würde mit meinen, das ist ja nicht Grunde, aber mit meinen Spielern trotzdem auf Sack kriegen. Am Ende macht der Mann am Pad den Unterschied. Ja, was ist hier los, hör mal. Ich finde keinen Gegner. Ich will aber zocken. Ah, wieder alles voll, alles überfüllt. Alles überfüllt. Nur dann gucke ich nicht mehr, der will uns immer irgendwas verkaufen. Ich mache jetzt hier mal auf. So. Jetzt finden wir bestimmt sofort einen. Maldini ist Chef, definitiv. Ich mag meine halt. Risi war Glück. Tomiyasu wollte ich unbedingt haben. Der war ja in so ein 50er-Pack drin. Ne? Gab ja mal eine Zeit lang so 50er-Packs. Und ich finde, der ist einer der allerbesten Verteidiger. Meiner Meinung nach. Muss man ja immer dazu sagen, heutzutage. Für mich ist Tomiyasu Big-Time-Karte eine der besten Verteidigerkarten. Mit natürlich Yoshiko. Yoshiko Gaviol. Gvariol. Ja, haue regelmäßig Full Epic Teams weg. Am Ende kommt es aufs. Genau. Am Ende kommt es darauf an, was dein Pad kannst. Ah, komm schon. Kann doch nicht angehen hier, Leute. Also, drei Balken-Matches habe ich keinen Bock. Wenn das hier nicht besser wird, gehe ich in ein anderes Event rein. Oder gehe ein bisschen in die Division. Komm, Arsch lecken. Ein bisschen Division zocken. Hauptsache, ich kann zocken. Ich will Fußball spielen.
Ich habe jetzt gedacht, ich könnte jetzt hier im Stream halt durch die Opens gehen, aber wenn da jetzt keine Gegner groß sind, macht das ja keinen Sinn, ne? Maldini habe ich auch als LV mit blinder Pass. Er macht Dampf. Einfach Dampf. Er macht einfach Dampf. Er macht Dampf einfach. Der macht einfach Dampf. Ja, er macht auf jeden Fall. Hat sich der Dampfe geholt. Deswegen ist Jenkins abgetaucht. Keine Zeit mehr wegen Business. Jenko genießt das Leben, mein Freund. Er genießt einfach das Leben. Bereitet sich aufs Leben vor. Größtenteils genießt er einfach das Leben. Und soll er ruhig. Das hat jeder verdient von uns. Einfach mehr Leben genießen. So, wir haben einen Gegner gefunden. Wahrscheinlich wieder einen super starken Ashtronzo. Nein, Astronzo, keine Ahnung, kenne ich nicht. Gucken wir mal rein. Wow, stark, Drogba, heißt also Flanken. Drogba, Haaland, das sind alles so diese Ten Hag, Ballbesitz, Fußball. Da, Beckenbauer, geil. Ja, ich spiele ohne individuelle Konstruktionen, Instruktionen an meine Spieler. Die sollen einfach Fußball spielen. Und ich gehe... Ah, nee, gar nicht! Ah! Ich möchte nämlich das... ich vergesse das immer. Modric ist El Capitano. Du zockst den als richtigen LV, der nach vorne geht. Der Mücke Gaming. Ja, natürlich, Ivo. Er genießt einfach. Jackson, ja, so 6 Spiele jetzt schon. Der geht weiter weit vor, ja. Dafür Puyol als RV auf Defensiv. Okay. Wie gesagt, so, ich habe auf meine Leute gar nichts. Dreierkette, 3-5-2, 2 DMS. Und nicht eine Anweisung auf irgendeinen. Einfach Fußball spielen. Alles Aberglaube. Auch diese ganzen Hin... Aber das ist auch alles wieder Geschmackssache. Signore e signori, benvenuti all'incontro di oggi tra Lazio e... Da, mein Get-Shirts-Shop. Der Link ist da, klickt mal drauf. Ja, der weiß schon genau, was er macht. Ich merke das jetzt schon. Das war richtig dumm. Boah, hat er sich auf den Boden geworfen. Oh, schade, Story. Schön gemacht von Kubo. Was Stoi im Abseits. Mein Gott. Das ist aber verhungert der Ball. Gegen den ist schon wieder schmieriger. Wie Ivo Jackson sagen würde, Bambusleitung. Aber jetzt wieder ein bisschen mehr Konzentration. Bild ist richtig, die scheiß Werbung muss raus. Komm, ballern wir einfach drauf. Ja, war nichts.
hab gestern schon 20 Schuhe verteilt, brauch Nachschub. Lang wartet. Ah, und schön mit Mbappé. Schade. Hätte ich aber noch mal reinspielen können. Ich habe aber Stoy nicht mehr richtig wahrgenommen. Hätte ich mal lieber Stoy gespielt. Oh, schade, schade, schade. Ah, da war der wieder ein Abseits, ist toll. Noch nicht angehen hier. Ah, nicht aufgepasst. Ui, aber ganz locker, Tschech. Ganz ruhig geblieben. Und da Kubo! Mikkel Gebing. Ich finde, Malini gehört in die Mitte der Viererkette allein nur wegen dem Spielstil. VfB, die nach vorne was machen sollte, gibt es bessere, als wenn das dazu. Alles klar, okay. Wollte ich gar nicht. Schön mit der Brust abgefangen. Jetzt bin ich wieder ein bisschen zu langsam, weil ich 2-0 führe. Das ist in letzter Zeit ein großes Problem bei mir. Sobald ich führe, mache ich Mist. Maldini, De Bruyne. Graffiti. Ach, das war dumm. Ich wollte noch unten ziehen, aber ist egal. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, dass da unten noch welche waren. Jetzt wieder flanken. Ja, bin auch der Meinung. Was nur ein Test im Event und war positiv überrascht. Costa Cota soll bald LV spielen.
Ja, ich drück dir die Daumen, dass der kommt. Graffiti, der war cool. Nicht wieder warten können. Auch hätte ich noch mal in die Mitte spielen, aber ist egal. Ich bin der Dennen, ich bin kein Profi. Mal hoch, ach schade. Komm, Joschko. Oh, schön. Ah, gut. Jetzt weiß er langsam, was ich mache. Hat er jetzt gemerkt. Oh, nicht gut. Zum Glück still mit Davids dazwischen gekommen. Komm, ja, so auch nochmal. Jetzt muss ich auch auswechseln. Ich brauche frisches Blut. Sostituzione per la Lazio. Numero 15, numero 19. Lasciano il campo per il numero 20, il numero 10. Drogba. Attenzione, una sostituzione. Ah, ich würde dich abbrechen! Ah, schade. Ich habe schon wieder Zeit gehabt, wie Sau. Egal. Die Tour ist unten.
Ach, nicht gemacht. Ich wollte einen Double Touch machen. Schade, schade, schade. Natürlich richtige Entscheidung wäre es gewesen, nochmal richtig reinlaufen da. Ab und zu will man ja auch mal schöne Sachen machen. Scheiß auf den Gewinn. Schlechter Pass von mir. Zu lange braucht Ito. Und vorbei, vorbei, vorbei. Jule, hey, liebe Grüße von Lea Rodalika aus Hochstede. Hey, schöne Grüße zurück und ein Applaus für euch. Aber ich bin doch einmal groß. Freue ich mich gerade. Hey, wie geht's euch? Schön! Wie geht's euch? Erschrecken Sie nicht! Das ist hier mein Streaming-Channel. Hier spiele ich Fußball. Hab ein bisschen Spaß. Ich habe auch lecker M&M's dabei. Mal zeigen hier. Können sich die Kids was rausnehmen? Bitte schön. Ein Kilo M&M's. Baller rein. Seid glücklich. Ich hoffe, euch geht's gut. Hab schon gesehen, ich sehe ja auch mal bei Insta, dass bei dir alles super ist, aber bei euch alles super ist. Freut mich total. Ich baller mir jetzt noch ein paar rein, ja. Oh, geht nicht so gut, der Mikrofon ist weg. Ja, wie geil ist das denn? Ja, mega. Ja, mache ich schon eine Zeit lang. Macht mir auch tierisch Spaß. Mehr oder weniger erfolgreich, aber darauf kommt es nicht an. Es kommt ja darauf an, Spaß zu haben. Dass dann das alles bockt, ne? Super geil. Ich habe auch T-Shirts und all so ein Schnippes. Ich werde natürlich auch den beiden Mädels schöne Grüße bestellen. Freut mich total, ey. Schön. Wie geht's denn Aki? Haki. Meine ich. War ja richtig, ne? Boah, ich weiß gar nicht mehr. Aber wir denken voll oft noch daran, wie cool das bei euch war. In Hochstädt am Moratorn. Richtig geil. Immer wenn ich hier, vor allen Dingen, wenn ich hier Autos sehe, manchmal so von da, muss ich immer daran denken. Ne, richtig schön. Cool. Ja, super, ey. Nice, ja, ganz liebe Grüße. Ecki, richtig. Wir müssen uns echt nochmal... Ja, ey, auf jeden Fall. Malu hat keinen vergessen. Überleg mal, da lag die noch in so einem Warenkorb. Nicht Warenkorb. Ja, ich habe nur noch Warenkorb im Kopf. Mann, ey, jetzt kommt mir gerade alles da auch direkt hoch. Voll schön eigentlich. War richtig toll. Mit dem Musikautomaten in der Hütte und so. Direkt am See. War eine geile Zeit bei euch. Hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Ja, so ist das. So, komm. Maxi Cosi, genau. Ja, da habe ich meine Tochter nämlich früher nur in Maxi Cosi getragen. Bis sie laufen konnte. Immer ganz stolz bin ich dann immer so gelaufen. Jetzt kann ich froh sein, wenn die noch mit mir schwimmen gehen will. Oder mal nicht telefoniert. Aber so ändern sich die Zeiten. Hab da persönlich natürlich ran zu knacken. Habe ich ja schon mal so leicht angerissen im Stream letztes Mal. Aber so ist das Leben. Lea auch nicht. Warenkorb, da kommt halt erstmal Den und Mörsch rein. Ja, hier, guck, ich zeig mal. Wo du das gerade ansprichst. Ja, hier nicht. Das ist das andere alles.
Ja. Da, schickimicki. Ein Kissen zum drauf schlafen, hör mal. Und eine Tasse, da kann man dann auch Bier raustrinken. Käppi und all so Sachen. Ne, finde ich voll schön, dass du hier reinschaust. So, komm, Spaß beiseite. Wir schalten um. So, Leute. Ich glaube, ich gönne mir eine kurze Pause von 5 Minuten, ein bisschen frische Luft schnappen, Liegestütze machen, Sit-Ups und all so Sachen, einmal um den Block rennen und schreien, wie geil hier alles läuft. Wir machen den Pausenbildschirm an. Nach der Pause bin ich natürlich wieder für euch da. Wir machen noch ein bisschen weiter. Solange ihr noch Bock habt, habt ihr noch Bock, dass der Denner noch ein bisschen IFO spielt und Spaß hat und hier durch das Event durchgeht. 50 Cent haben wir gekriegt. Da machen wir jetzt erst noch einen Spin vorher. Da machen wir jetzt noch mal kurz einen Spin. Ich gehe mal in die andere Ansicht. So, noch einmal rüber wechseln. Das hier mache ich aber so lang aus. Wieder klein, meine ich. So. Nächste Challenge gehen wir gleich noch rein. Das werden wir wohl auch schaffen, hoffe ich. Drückt mir die Daumen, mit eurer Unterstützung wird das für mich natürlich kein Problem. Gestern habe ich noch Tomb Raider gespielt, fällt mir gerade ein. Hat er Bock gemacht. Ich habe noch nie Tomb Raider auf der PS5 gespielt. Halt, dann hast du halt 4K und 60 Frames, das bockt nochmal anders. Ach schade, reicht gar nicht für einen Spin. Einmal nochmal gucken. Nee, reicht gar nicht für einen Spin. Ist egal, dann machen wir jetzt erst direkt Pause. Pause dann nach Hause. Ne? Eine drehen, dann nach Hause gehen. Ihr kennt mich. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich lasse euch einen richtig geilen Song vom guten Mücke noch am Stissel. Ansonsten lasst mir ein Follow da. Ne, wir sehen uns da gleich wieder. So, ich drücke mal hier den Pausenknopf. Be right back. Wir sehen uns gleich. Euer Denne. Ciao. Tightening, alles klar, man ist von uns fehlen. Ein Spiel auf dein Ding, es wird nicht besser als Helden. Warum immer so feindlich? Glaubst du wirklich, jemand gibt ein Fick? Warum spielst du heimlich? Rhymt auf dein Leben, aber jeder hat die MAP. Komm, bring! Warum spielst du heimlich? Reimt auf dein Yay, aber jeder hat die MAP. Immer weiter mit deinem Kram, immer weg mit deinem Kunden, immer Kumpel. Auf Lied, kommt jetzt wieder alles klingt, kommt jetzt wieder jeder Schritt so spät. Komm, bring, immer weiter mit deinem Kram, immer weg mit deinem Kunden, immer Kumpel.
like to sing, dance, and I like to have fun, 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 fun. I'm warning you. Next time it's gonna be glass. So, da sind wir auch schon wieder. Echt beschissenes Wetter gerade draußen. Das hat auf einmal geplästert wie aus Eimern. Da habe ich gedacht, so, oh, da bin ich auch schneller zurück. Bei der Gelegenheit würde ich gerne auch ein bisschen uneigennützige Werbung machen. Für das beste Gaming-Magazin der Welt, die Maniac. Hier natürlich im Hardcover, weil ich dort Abonnent bin. Aber das ist die beste... Ah, doch, ist richtig rum. Die beste Videospielzeitschrift... Überhaupt, ja, geplästert. Ja, geplästert wie aus Eimern da draußen. Also wenn ich die nicht mehr hätte, also das ist so ein Stück, ich weiß nicht, seit es die gibt, ich habe, glaube ich, alle Ausgaben davon. Da stehen Sachen drin, so schön komprimiert und zusammen. So schnell könnt ihr euch das gar nicht im Internet zusammensuchen. Wenn ihr da mal abends durchblättert, das macht einfach nur Laune und macht Spaß. Maniac. Geht zum Kiosk, sagt, Dannon hat gesagt, eine M-Games bitte. Und das beste Videospielmagazin für Consoleros. Braucht man nix dieses. Du hast doch keine Ahnung, Digga. Du kennst doch bestimmt auch nur IFO. Aber wer Dannon kennt, weiß, ich liebe einfach Videospiele.
Und du hast doch keine Ahnung. Maniac ist einfach Kulturgut, Digga. Okay, die Jüngeren von euch werden da nicht mehr so drin sein. Aber Videospielzeitschriften waren für mich immer das A und O. Früher, wo ich mir noch keine Videospiele leisten konnte. Ich liebe Videorekorder. Ja, warum nicht? Die riechen ja auch gut. So ein, ich mag den Geruch von Elektrotechnik. Wie gesagt, früher, wo man sich noch nicht so Videospiele leisten konnte, weil man ja nicht gearbeitet hat und so, war das eigentlich die einzigste Möglichkeit für einen. Man hat sich die Screenshots immer stundenlang angeguckt und dieses Gefühl ist nie weggegangen, wo man sich jetzt eigentlich jedes Spiel holen könnte, theoretisch, aber es macht keinen Sinn. Ich habe jetzt schon zu viele Videospiele, die ich wohl niemals durchzocken werde, wenn ich hier allein mal in meine Reihe gucke. Ich habe jetzt auch schon wieder das neue Spider-Man 2 bekommen von meiner Frau. Und oder ich habe Ghost of Tsushima noch hier, ich habe Crash Bandicoot, It's About Time noch nicht durchgezockt. Auch das Spider-Man 1 habe ich noch nicht durchgezockt. Boah, so viele. Also wenn ich jetzt hier einmal bei mir reingucke, so, was da so alles noch an auf meinem Pile of Shame liegt, böse, 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 böse. Eigentlich. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Gehen wir wieder rein in die Events. Mücke hatte gefragt, ich sag jetzt hier nochmal kurz, Spanisch Event neu, sonst ist nichts neu heute und natürlich die Opens. Bei AI haben wir natürlich dann auch nochmal das KI, oder AI, da steht extra AI, also das AI-Event gegen spanische Mannschaften, Spanische, haben wir spanische Mannschaften. Aber ich gehe jetzt wieder rein. IFO hat uns süchtig gemacht. Ja, definitiv. Das macht ja auch Spaß, einfach immer besser zu werden. Oder halt immer das Gleiche abzurufen. Jeder hat seine Vorlieben. Wenn ich merke, ich komme nicht weiter, tauche ich ab. Trainiere einfach neue Sachen. Man sieht ja auch meinem Spiel jetzt gerade an. Ich weiß ja nicht, wem es aufgefallen ist, dass ich schon wieder viele neue Sachen versucht habe einzubauen, die es vorher in meinem Spiel selber so nicht gab. Besonders die vielen Dribblings, das habe ich ja vorher alles gar nicht gemacht. So in dem Maße. So, wollen wir mal schauen, ob wir jetzt hier nochmal weiterkommen, meine Damen und Herren. Gewinne, gewinne, gewinne. Ich gehe mal in die Live-Ansicht. Live-Ansicht ohne Werbung, ja. So. Sind wir bald schon wieder 2 Stunden online. Dauert nicht mehr lang. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lange ich machen werde. Ich wollte einfach noch mal ein bisschen online kommen, die Partnerschaften halt pronouncen. Nach dieser Runde kommt bestimmt wieder das mit 15 Spielen und Tordifferenz. Ja, keine Ahnung, Digga. Werden wir sehen, ich denke schon. Und da entscheidet mal wieder, ob du Glück hast oder nicht. Entweder kriegst du nur starke, gleich starke Gegner. Ich bin mal gespannt, das Matchmaking hat sich ja geändert. Oh nein! Modric hat keinen Bock. Oh, Modric hat keinen Bock. Ich spiele auch gegen jemanden mit Dreierkette. Modric hat keinen Bock. Macht das jetzt so viel aus? Bringe ich jetzt Kubo auf die Position und dafür bringe ich Dumfries auf die Seite. Gucken wir mal, ob das so hinhaut. Dafür kriegt Bozo die Kapitänsbinde. Denn Bozo ist Boss. So. Ein Punkt weniger. Nein, doch. Oh. Ey, Brüschi. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Mal Applaus für Brüschi. Immer drauf. Ja.
Dann spielen wir jetzt mal mit Kubo als Spielmacher bei mir. Immer drauf, ganz genau, so sieht's aus. Immer drauf, der gute Brüschi. Schön, dass du da bist. Und langer Ballkonter. Die Taktik der Profis. Guckt schon genauer. Gut. Ah, Tschech ist da. Ja, der ist schon stärker, alles klar. Konzentration. Schnell verklickert, Glück gehabt. Nein, Fehler. Oh, Glück gehabt. Jetzt aber Konter. Ah, war dumm. Ah, wieder daneben. Oh, schön. Das war dumm. Oh, war das dumm. Nein. Oh. Jetzt Dumfries Lauf. Hat alles zugestellt. Nicht schnell genug auf die Außen gekommen. Der Abpraller. Puh. Glück gehabt, aber das heißt nichts. Der hat schon den Eckentrick gemacht. Wir müssen jetzt direkt aufpassen. Kong Omat 1899 Fasel, Klick, Klack, Boom, Lemmenden in am Mikrofon. Alter, was ein Rotzwetter. Endlich zu Hause und Stennen suchten. Aufpassen. Falsch. Nein, das war wieder dumm. Du machst zu viele Chipbälle, Digga. Bälle gehen zu schnell verloren. Hätte er verdient gehabt, ich habe jetzt so viele Fehler auf einmal gemacht. Ein Glücksschwein in der Hose. Oh, oh, scheiße. Baresi aufgepasst. Ah, wieder nicht.
Dumfries? Ja! Klick, klack, boom, Lemon, denn am Mikrofon. Oder was für ein Wortsmittel hätte ich zu Hause? Ja, ich hab's gerade gehört, ich wollte es nur nochmal vorgelesen haben. Ja, echt, auf jeden Fall, Digga. Ja, ist aber glücklich. Ein glückliches 2-0. Ich bescheiß mich hier gerade ein bisschen vor Glück. Tschech gut aufgepasst. Was denn? Boah, ich dachte schon. Ja, da müsst ihr schon eher zurückkommen, Jungs. Glück gehabt. Aber warum? Ich habe mich schon lange nicht mehr für eine Open qualifiziert. Warum nicht einfach mal machen, ne? Kubo macht seinen Job gut da, auf der 10. Kann man nicht meckern, ist aber auch ein ultra geiler, starker Spieler. Kann man nicht meckern. Dumfries macht seine Arbeit auch gut auf der Seite. Die defensivere Variante, noch defensiver wäre gewesen, jetzt Hakimi auf die Seite zu bringen. Aber Hakimi muss sich sein Vertrauen erst noch verdienen. Meinerseits. Obwohl er krasse Werte hat für diese Position, die er bei mir denn bekleiden soll, ne? Aber Ersatzbank hat gleich richtig Bock. Worauf ich mich freue, ist Tooney ist zurück. Jetzt Donnerstag wird es bestimmt eine B-Form-Aufwertung geben. Ah, schön, hat er gut gemacht. Ist nicht schlimm, weiter geht's. Habe ich schlecht verteidigt. Und er hat es halt gut gemacht. Ah, das kannst du mit denen nicht machen. Muss gleich wechseln. Oh, schlecht. Das wäre schön gewesen. Egal, weiter. The attendance for this match was 72,306. Ah, da kann man nicht mehr richtig zum Ballern.
Ah, schon wieder. Oh oh. Ja, das ist natürlich gemein. Konstruktion. Tomiyasu holt hier alles raus. Ah! Jetzt aber aufpassen. Tomiyasu, wir müssen wechseln. Es wird zu viel Druck hier. Oh, oh, schon wieder dran vorbei. Immer in den Rücken. Jetzt nochmal den Nilsson. Mbappé. Ah, scheiße. Aufgepasst diesmal. Chipball hat er gerochen. Ich werde gut verteidigt. In den Rücken. Ah. Digga, da geht mein Fuß wieder hoch. Jetzt aber. Ich muss einfach Massetim. Ah, nicht. Ich würde Massetim machen. Ah, schade. Ah! Jetzt wieder aufpassen. Jetzt wieder hoch zu Dumfries. Dumfries. Aufpassen. Oh, wieder verteidigen, 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 verteidigen. Nee, Digga. Der neue Modric ist nicht besser wie meiner. Habe ich schon nachgeguckt bei Ifo Hub. Und vor allen Dingen meiner hat den Visionary Pass, wie das heißt. Ja, der ist trotzdem nicht besser. Laut Ifo Hub. Und vor allen Dingen hat er nicht diesen Pass, der dazu beiträgt, dass halt der den Ball empfängt von ihm, ein paar Prozente auf die First-Time-Klamotten bekommt, wie First-Time, also Direktpass, Direktschuss und so Klamotten halt, ne? Und C-Form würde immer den Showtime nehmen. Die Karte ist so nice. Ja, der Showtime ist überlegen. Ich habe, wie gesagt, das war das Erste, was ich heute Morgen geguckt habe, wo ich wach war. Ich bin ja schon wieder seit 5 Uhr wach. Und ich weiß, ich bin bekloppt, dass ich so früh aufstehe, wenn ich frei habe, aber ich musste ein paar Sachen einbauen. Umsonst können wir hier nicht so Werbung schalten. Ne, Leute? Jetzt habe ich aber auch nur ein paar M&Ms verdient, oder? Der war schon nicht schlecht jetzt eigentlich. Ach, geht. Egal, dafür hat er aber gut gespielt. Aber gegen Mittag, ich muss jetzt eh langsam aufpassen. Gegen Mittag werden die Leitungen wieder mieser. Das war jetzt gerade schon sehr schwer. Jetzt muss ich zweimal gewinnen. Ich muss jetzt nochmal gewinnen hier. Jo, stimmt ja. Wird langsam anstrengend. Ohne Fleiß kein Preis. Immer gut, Setting zu pimpen. Ja. Ah. Ja, lecker.
Ja, Club Werbung am machen hier. Ah, oh, falscher Knopf. Überall Werbung. Demnächst lasse ich mir das hier noch überall tätowieren, wenn ich keinen Platz mehr habe. Ah ja. Schokolade ist immer gut. Hier, das ist mein Modric. Mit meinem Leveling. Und der ist bei Weitem besser. Der hat fast 90 Attacke. Dann hat der, ganz wichtig, den visionären Pass. Ja. Kann ich erklären. Ich nehme meistens die rechte Hand. Mach die Hand voll mit Süßkram. Dann baller ich mir dazu. Baller ich mir voll in die Fresse. Ganz einfach. Nee, das habe ich so gemacht. Und das ist noch nicht das Enddesign. Da gibt es noch 1000 andere Logos, die ich mir da überall besorgen kann. Bei denen. Und ich habe jetzt einfach mal erstmal welche genommen. Das werde ich alles doch ein bisschen passender und schicker machen. Warum? Einmal noch mal kurz reingucken hier im Merch-Shop. So, das ist mein Merch-Shop. Link kommt immer wieder. Jetzt gerade kam der sogar schon wieder genau passend. Hier der Link wird folgen. Dann könnt ihr hier drüber buttern. Ihr seht, hier ist sehr angenehm. Hier ist alles sehr billig. Extreme Rate. Was ist Extreme Rate? Ich hole mir da zum Beispiel hier diese Nipples. Hier Shop für PS1. Ich gucke mir hier an, hier Bottoms. Upgrades Kits. Hier Buttons. Und da bestelle ich immer meine Nippel. Die bestelle ich mir demnächst hier auch nochmal. Ich sehe gerade, man kann sich sogar nur diese Dinger hier bestellen. Cool. Nicht schlecht. Naja. Und hier die weißen, die habe ich mir bestellt. Gibt natürlich tierisch Sachen. Tierisch viele Sachen. Das hier. Der gute Bear Gang Merch Shop. Auch ohne Ende geile Sachen. Lasst mal ein Auge da. Gibt tolle Sachen hier. Ja, der Nerdy Shop, der ist auf jeden Fall. Und ich habe mich gefreut, dass die mich da auch angenommen haben. Wird ja immer erst geprüft und so. Und das ist auch sehr hochwertig hier. Deswegen ist das ganz cool. Sonst würde ich das nicht machen. Ja, ansonsten habe ich hier alles schon gezeigt. Mehr ist nicht. Ja, hier bei Gamers Gear bin ich natürlich auch. Der Link kommt auch noch. Wenn euch hiervon was gefällt, mit meinem Link bekommt ihr dann 10% da drauf. Baue ich auch noch ein. Denn dann bald mehr Werbung auf dem Shirt wie ein Radfahrer. So, aber wartet jetzt mal wieder.
Wollen wir mal weiter zocken. Auf geht's. Noch einen Sieg brauchen wir. Boah. Ich hoffe, ich bekomme jetzt hier aber wieder, ich mach mal wieder auf näher. Näher dran. Das war mir jetzt gerade schon ein Stück weit zu schwammig, als dass ich da ordentlich siegen könnte. Siegen und fliegen. Lecker. Zwei Jahre IFO-Community. Das macht was mit dir. So sieht das aus, Kongo. Wo alle weg waren, waren wir immer da. Und ich spüre auch, wie die Community eines dann immer wieder dankbar ist. Oh, ist so lecker. Jetzt haben sie Bock, Leute. Oha. Van Basten, Winnie links, Bappe, der gute Musi, Bellingham, starkes Mittelfeld, Barella als DMF, Rüdiger hinten drin, Free-to-Play-Team, kannst du sagen. Ja. Ja, Kimi-Karte ist stark. Aber der Sommer im Tor. Wo ist dieses, ich kann nicht mehr? Oder ist... nee, warte, ich weiß schon. Ja, das kommt ja aber eigentlich immer erst später. Ich kann nicht mehr. Und ich weiß nicht, was ich muss. Aber ich kann nicht mehr. Und ich möchte... Oh, ich weiß es nicht. Das nicht mehr. Der Malocha. Nee, ich kann nicht mehr. Na komm. Ja, ich bin der, wo der verloren hat, ja. Ja, so ist das. So ist das. Ich weiß selber gar nicht mehr, was ich hier alles reingebaut habe. Egal, komm. Konzentration jetzt. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ja, komm, jetzt auf, für Witze zu machen. Jetzt kann ich gleich wirklich hier nicht mehr. Schade.
Story, Story! OBS ist Lego für Erwachsene. Ja, ist so. Ja, ich mache nur nicht mehr ganz so viel am Stream, weil ich einfach lieber zocken will, ne? Ist halt einfach so. Ich habe so viel Spaß im Moment am Zocken. Und Basteln macht mich müde und daran merke ich immer, was mir am meisten gut tut. Die Sachen, die mich müde machen, sind dann oft erstmal ein bisschen anstrengend wieder. Aufpassen jetzt, aufpassen! Ah, ja! Im Anflug habe ich schon gesehen. Schade, lässt er nicht nochmal. Weiter geht's. Gute Sachen. Ach, scheiße. Schön. Ein Abseits. Glück gehabt. Boah. Kontert mich immer ganz easy aus im Moment. Rüdiger stand wieder gut. Zu spät. So gut. Ah. Wir kommen da gleich schon durch. Schade. Aber dumm. Wollte ich unbedingt auf Modric springen? Nein, Fehler von mir. Defense-Fehler. Oh, Glück gehabt. Wieder Glück gehabt. Boah. Da muss ich gleich mal lesen. Wenn ihr da schon wieder am Klabüseln seid. Super, Halbzeit. Lass mal kurz lesen. Ich müsste alles neu kaufen, habe auch keinen Platz dafür, leider. Schade, Bro.
Wäre eine geile Kombo vielleicht irgendwann. So ab und zu Just for Fun for Community reicht erstmal. Du machst das super, Ifo Jackson. Du machst das echt gut. Ab und zu ein bisschen zu viel am Rummotzen, aber ansonsten machst du das richtig geil. Vor allem, du bist richtig stark. Wieder übertreibe, ich bin Durchschnitt, mehr nicht, Bro. Nee, Top 200 ist nicht Durchschnitt, Digga. Durchschnitt ist so, da wo ich bin. Das ist Durchschnitt. Okay, Leute, muss leider zur Arbeit. Viel Spaß noch. Bis die Tage. Ja, auf jeden Fall. Viel Erfolg, gutes Gelingen. Ich gucke jetzt noch, dass ich das hier noch schaffe. Ich bin immer einen Schritt zu langsam in meiner Reaktion gerade. Das geht doch nicht. Gar nicht. Der Brozovic hat gar nichts gemacht. Boah, rettet ja auch für Linie. Ja, auch pfeifen können, ne? Oh nein. Ah, Glück gehabt. Na komm, dann wechsle ich jetzt auch. Einfach Super Subs rein. Rein ins Getümmel. Was soll passieren? Verlieren wir mal ein Spiel, ist auch nicht schlimm. Nur 5 Meter schießen, habe ich keinen Bock. Das nervt mich immer voll. Ich weiß auch nicht warum, ich mache nicht so gerne Elfmeterschießen, Leute. Glück gehabt. Substitutions taking place. The attendance for this match was 71,649. Mein Gott! Oh, Glück gehabt. Schön. Ah, ich habe mich ein bisschen festgespielt hier. Ich muss aufpassen jetzt. Einfach raus. Dumm.
Ach, Costa sollte der. Oh. Das war nicht gut. Ah, Glück gehabt. Ja, endlich pfeift er auch mal was gegen den. Ah, ja. Schöner, schöner Freistoß. Jetzt aufpassen. Die Super Subs habe ich gerettet. Hat Jackson gerade gesagt, dass ich genauso gut bin wie er? Ja. Habe ich auch gelesen. Ach, dumm. Oh nein, 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 nein. Geh bitte nicht. Raus. Boah, das hasse ich immer, wenn der Ball gar nicht mehr raus will, ne? Boah. Mein Fehler aber. Den hätte ich rausschießen müssen. Mein Defense-Fehler. Umso ärgerlicher. Egal. Ja, gute Pause. Ja! Raoul! Raoul! Jetzt aufpassen. Ne. Ja, Mann, Evo Style! Evo Style! Richtig Evo Style! Hat's für uns geholt. Meine Fresse, Digga. Nur mal Glück gehabt. Sehr ausgeglichen. So. Geschafft. 50.000 im Sack. Sehr, sehr gut. So, was haben wir jetzt hier noch? Den letzten, ne? Boah, 3 Siege, Digga. Oh, hier gibt's Schuhe. Das ist schon wieder sehr motivierend. Mann, 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 Mann. Aber wollte da nicht jemand online kommen eigentlich um 12? Er ist aber noch nicht. Der gute Kongomat. Dann könnten wir nämlich gleich direkt rüber raiden. Wird nämlich langsam ein bisschen anstrengend hier für den Dennen. So, jetzt nochmal 3 Siege holen, Leute.
Soll ich das denn schaffen? Nochmal 3 Siege? Wollte ja nur die Frühschicht machen. Nicht die Mittagsschicht. Genau. Haben wir hier Gegner gucken? Ah, ist okay. Ja, ich weiß nicht, wie lange ich noch durchziehe. Ich glaub, gucken wir mal, machen wir noch ein Spiel, weil die Leitung wird auch langsam Käse. So, wir hatten schon Besuch von überall hier. Das hat mich auch sehr gefreut. Besuch aus Hochstede. Insta-Story ist auch raus. Ja, komm, machen wir noch einen. Obwohl, wie lange habe ich? Habe ich denn wenigstens wieder ein Päuschen? Habe ich mir schon ein Päuschen verdient wieder? Weiß ich gar nicht. Jo. Müssen die gewerkschaftlichen Päuschen einhalten, Leute. Kurzes Päuschen, dann ziehe ich die 3 Spiele noch durch. Eventually, I don't know, ob das Complaint mit der Planung meiner Fam hier at home, ne, never known. Hier passieren things I've never seen before, you know. Ja, mach mal kurzes Päuschen und dann geht's hier gleich weiter. Dann kann ich auch mal den Jürgen würgen wieder, die arme Sau. Voll die Ottos, ja? Wo ich schon echt manchmal denke, so... Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Ich denke das manchmal schon. Ich mache euch noch einen schönen... komm, seit der Demo. Den habe ich noch nicht so oft hier immer angehabt. Seit der Demo, der ist auf da. Ich habe ihn... Da ist die Zahl, alles klar. Kurzen Pausenbildschirm. Seit der Demo. Und dann geht's weiter, Leute. Ja, ich muss kurz gucken wieder, wo hier der blöde Knopf ist. Da. Alle kommen wieder, ja. Füchse, Wölfe, Hasen, welcome back aus FIFA. Nee, Mann, wir sind hier von Day One. Yo. Alle feiern sogar Hamburger mit Bremen. Mega, welche Welle die Bewegung nahm. EFO Ultras, ja, seit die seit Demo die kam. Seit die Demo kam, wir spielen EFO seit der Demo. Seit die Demo kam, von Anfang an. Oh, seit die Demo kam, wir spielen EFO seit der Demo. Seit die Demo kam, wird mir immer wieder klar, EFO ist doch wunderbar. Macht mich gerne hier zum Affen mit dem Stachel auf dem Track. Und dank der Mücke an den Reglern hört ihr alle EFO-Rap. Hacke links, hacke rechts und Eckball-Volitor.
Ja, das kommt schon mal vor. Schau vorbei bei der Storm. Hier hat keiner so viel Nougat wie denn in unser Boy. Ihr spielt alle weiter FIFA und ich bleib der Sekte treu. Seit die Demo kam, wir spielen Info. Seit der Demo, seit die Demo kam. Hey, I want to be famous.
Und da sind wir auch schon wieder. Euer Denonius. Direkt nach der Pause. Schön entspannt. 3 Siege noch holen. Weiß ich nicht, ob ich die Spiele alle noch mache. Schauen wir mal. 13:30 haben wir. Gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da bin. Nach fast 3 Stunden sage ich normalerweise immer: Ich kann nicht mehr. Und ich muss. Ich weiß nicht, was ich muss. Aber ich kann nicht mehr. Ich mache noch ein bisschen und weiter. Ich möchte. Ich weiß es nicht. Das nicht mehr. Weiter geht's, Denon. Der freundliche Streamer aus der Nachbarschaft. Bis jetzt kamen wir ganz gut durch, aber das muss nichts heißen. Jetzt nach einigen siegreichen Spielen kann auch sein, dass mir jetzt auch langsam die Konzentration flöten geht. Aber schauen wir mal. Ah, ein Schluck Wasser. Haben wir erst einmal heute meinen neuen schönen Abo-Song gehört. Was ist denn da los bei euch? Aber es war klar, montags unter der Woche, am frühen Morgen, schon viel Prominenz hier gehabt. Auf geht's. Die Beine, nicht gut. Die Deals sind schön mitgedacht. Ja, jetzt wird aber langsam Zeit. Er kann ihn mehr. Ah ja, also, ja, ich kann ihn mehr. Entschuldigung. Entschuldigung. Goldman, der war gut.
Ach, zu spät, zu spät. Ja, Rüdiger macht immer gut. Alles bei Mücke Gaming abgeschaut, was ich hier mache. Ah, da sollte auf Davids gehen. Durch die Beine. Oh, nicht gut. Schön. Hat er gut gemacht. Er bitet meinen Style. Er bitet meinen Style, sagt der Mücke. Schönes Tor. Ja, hat er gut gemacht. Ich habe jetzt schlecht verteidigt. Hätte ich verteidigen können. War ein bisschen zu einfach jetzt. Aber da führen wir wieder. Ganz genau. Gut. Aufpassen, die haben alle den Eckentrick drauf mittlerweile. Nimm ihn nur an. Ach, schade. Two added minutes has been indicated. Mal. Boah, Glück gehabt. Einfach nicht mehr rausgekriegt. Schlecht rausgespielt vor allen Dingen. Glück gehabt. So. Zweimal Mbappé. Der Mann ist einfach Gold wert. Sieht gut aus, sieht gut aus. Weiter geht's. I'd like to draw your attention to the screen right now for information on our shuttle bus service. Ach, geil. Ja, haut mich direkt wach. Ja, ich war schon wieder am Träumen. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Substitution on the field. Number 6, Neymar. Number 20, number 16, Rodri. Coming on the field. Number 13, Moussa Diaby. Number 10, number 41, Rice. Gar nichts! Als wenn der Modric da was macht.
Gar nichts hat der Modric gemacht. Aber der ist kleiner wie du. Stell dich mal nicht so an. Oh, was ist da passiert? Ach, schade. In 50. Minute, da kann ich nicht auswechseln, ist noch zu früh. Ach Mist. Dumm gespielt. Boah, durch die Beine durch. Das war jetzt gefährlich. Jetzt wechsle ich erstmal. Jetzt wird erstmal gewechselt. Wie sieht's hier aus? Mbappé ist immer noch gut drauf. Stoi muss raus. Dafür kommt Raúl. Rui King Costa kommt rein. Dann die Außen, ist klar. Bei mir immer unter starker Beanspruchung. Jetzt doch Mbappé raus oder Davids gegen Rijkaard. Ich mache jetzt aber einfach mal Mbappé raus und gehe aufs Ganze und will vorne noch einen machen. Ja, auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall richtig geil. Ich habe den nur One-Touch-Pass gegeben, also Direktpass. Super Sub hat der gekriegt von mir. Was hat er noch gekriegt? Und Lufthoheit. Weil er eh schon Köpfen hatte. Ich gedacht, Lufthoheit, dann kann ich auch mal ein paar Flanken schlagen. Jetzt bin ich am überlegen, den Ito noch One-Touch-Pass zu geben. Mittlerweile mein Lieblings-Super-Sub auf der rechten Seite. Der gute Ito. 30 Jahre jung. Schauen wir mal. Substitution on the field. Number 8. Number 15, Sane. Coming on the field, number 9, Cristiano Ronaldo. Number 39, substitution in progress. Nicht gut.
Ah. Eng hier. Nicht gut. There will be 1 minute added time. Gut, auch Zeit jetzt. Weil jeder dritte, vierte Ball, jeder zweite, dritte Ball, den ich rausspielen wollte, der kam irgendwie nicht hier durch. War eine starke Druckphase vom Gegner, aber haben wir geschafft. Sauber, sauber, sauber. GG. Ich gucke jetzt auch gar nicht erst, ich gehe direkt ins nächste Match. Einmal Luft holen. Oh, weiter geht's. Versuchen wir mal unser Bestes. Weiterhin. Mein Tab ist auch langsam aufgeladen. Kann ich mal vom Netz nehmen? Sehr gut. Mir tun nämlich auch langsam die Hände weh. Das ist nicht gut. Ah, hier nochmal so einen schönen M&Ms reinballern. Oha. Mhm. Ich liebe M&Ms, Leute. Ah, schon ein starkes Team. Pedri-Karte. Ganz klar da vorne, Rummenigge, Rashford. Griezmann spielt sich wie, weiß ich nicht. Der hat so ein Handling wie so ein Baguette aus der Biotonne nach 3 Wochen. So spielt sich Griezmann. Weiß ich nicht. Griezmann kann ich, weiß ich nicht. So, ich wage es gar nicht auszusprechen. Dreimal auf Holz klopfen. Bis jetzt ungeschlagen heute, wa? Ist ja auch mal was. Da haben wir die Mikro aus der Verstecken.
aber dieser Mbappé ist einfach Killermaschine. Pima, schön, dass du da bist. Mann, lang nicht mehr gesehen. Ach, das war dumm, viel zu früh. Ach, das war auch wieder dumm. Oh oh. Aber Resi hat aufgepasst, Glück gehabt. Ah, schade. Wieder zu früh geschossen auch. Hätte ich noch ein Stück gehen können. Das war auch nicht stau gelöst. Oh, da kam er schon wieder dran. Schade, schade. Schön, Pima. Ja, später mal. Später kommt Kongo auf jeden Fall auch noch. Ah, nicht durchgekriegt. Ist, glaube ich, lösbar. Ich lasse mich nur auf zu viel Kuddelmuddel ein. Da muss ich auch mal einen Move machen. Zu lange gewartet. Nicht vernünftig rüber gespielt. Ah, jetzt schleichen sich schon wieder zu viele Fehler ein langsam. Verteidigt aber auch nicht schlecht. Ah, oh, das war schlecht von mir. Ah, schade. Ah, die sind alle sehr eng gedeckt. Die zwei Chancen, die ich mit Stoy hatte, die hätte ich machen müssen. Da hätte ich vielleicht mal die Finesse-Schuss auspacken sollen oder so. Ja, da war zu lasch. Fehler. Ich habe aufgemacht. Naja. Erstmal den bärtigen Dehnung genießen, genau. Dankeschön. Please be made aware that smoking is only permitted in designated areas within these grounds.
Also da quäl ich mir gerade schon ab. Der steht da ganz schön eng, obwohl der gar nicht eng steht. Der verteidigt sehr gut, sehr stark. Da will ich zu schnell durch. Da muss ich schon genauer überlegen, wie ich da durchkomme. Müssen wir schon irgendwie hinkriegen. Komm, den will ich jetzt auch noch haben, den Sieg. Oh oh. Ach, scheiß. Scheiß Mickey Mouse. Der geht jetzt bestimmt zwei im Blau oder so. Ich muss besser spielen. Ah, der ist weggelaufen. Das war nicht schlau. Ja, den kann ich auch packen. Ich spüre das. Aber das nützt nichts, wenn ich mich so doof anstelle da vorne. Ich habe meine Chancen schon gehabt. Ja, ist auch schon mal ein x-es Spiel. Da wird so ein Dennen schon mal ein bisschen mürbe langsam. Ah, spielen doch nur zu Modric. Und so weit. Gemacht. Was denn? Ach, ehrlich jetzt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich würde doch nie Faulen drücken da. Okay, ist Pech, ist Pech, ist Pech. Ah. Okay, komm, da müssen wir jetzt mal gucken. Hier alles zu, alles eng. Abseits. Ich glaube das nicht. Ah, schade, schade. Und abseits auch noch. Ah, komm, dann machen wir jetzt mal die Super Subs rein. Vielleicht kriegen wir noch eine Aufholjagd. Aber ist ja auch nicht schlimm. Also für meine Verhältnisse das erste Spiel heute verloren. Das ist schon okay. Komm, ich bin zurecht. Komm, ich bin zurecht. Wirklich. Komm ich voll mit dem Gespräch.
Substitution for Croatia, number 14, Danielson, number 19, number 10, Modric, number 22, Mbappe, number 20, coming on the field, number 15, Vinicius Junior, number 17, number 13, Rui Costa, number 21, Rodrigo, number 4, Raul. Substitutions taking place. Ach komm schon! Raul wieder. Aber egal, uns fehlt noch ein Tor. Aber ich habe auch zu viele vergeben jetzt. Selbst schuld. Bleibt er stehen. Ah, zu Recht verloren. Zu Recht verloren. Ich habe sichere Chancen gehabt, habe keine davon reingemacht. Vor allem am Anfang, in der Anfangsphase mit Stoll. Mbappé. Mal mehr durchgehen, mal mehr trauen wieder. Hier mit Stoy, da war ich schon durch. Noch ein Stück weiter gehen, flach rein irgendwo. Der auch. Flach rein, kurze Ecke oder sowas. Ja, dann kassierst du auch so ein Tor. Es ist aber schuld.
Nur das hätte nicht sein müssen, das war gar kein Elfmeter. Und da wieder Pech gehabt. Aber auch nicht gerade durchgeführt. Ich hätte da, ich hätte ihn auch noch nur in die Mitte nochmal rein können. Naja. Ja, mit Vinny, das war jetzt ja mehr so ein Verzweiflungsschuss. Den hätte ich mehr aufladen müssen. Hab den schon auf dem falschen Fuß erwischt. Hätte ich den höher reingesetzt. Oder vielleicht mit einem Longrange-Schuss. Also mit dem Curler. Da habe ich Glück gehabt, dass das so eine Kopfball, so ein Kopfballumgeheuer ist, der Raoul. Hat mir jetzt da schon ein, zwei Mal den Arsch gerettet. Naja. So. Nun denn, Leute. Ich bin echt fertig mit der Welt. Jetzt haben schon wieder mehr eingeschaltet. Aber immer noch kein Kongo zu sehen. Ich muss immer noch 3 Siege holen. Ein Sieg haben wir geholt, eine Niederlage haben wir kassiert. Stark gespielt auf jeden Fall, sicher gespielt, safe gespielt hat er vor allen Dingen. In der zweiten Liga Platz 16.000. Letzte Mal 30.000, aber super gespielt. War gegen mein Nougat-Glitsche praktisch nicht, war nicht empfänglich für mein Nougat-Glitsche, sagen wir mal so. Aber wieder zu ist nach ein paar Stunden, Leute, da gehen mir auch langsam die Ideen aus, was ich da in-game machen möchte. Und ich habe keine Lust halt, oder ich kann nicht so einfach irgendwelche Sachen abrufen, die dann gehen. Muss mich ja schon bocken, was ich da mache auf dem Platz. So. Schauen wir jetzt mal. Ah, das sieht auch nicht leicht aus. Türkische Mitspieler alle super stark, an eigenen Spielstil auch größtenteils. Oh. Boah, Digga. Habe ich auch noch nicht gesehen, 3 DMF. Ja, das wird lustig. Merkwürdige Taktiken. Aber eigentlich muss ich nur ruhig mein Spiel durchziehen, aber ich schaffe das gerade nicht mehr einfach. Vom Kopf her. Ich bin aber ganz ehrlich. Nehmen wir das Kopf leer, dann klappt das nicht vom Kopf her. Aber weiter geht's, komm, wir gehen nicht auf. Ganz böse. Glück gehabt. Tschech. Tschech war sein Geld wert. So, aufpassen auf Eckenglitch. Schnell spielen.
Mann, MPP stand doch schon da. Ah, hätte ich nicht machen dürfen. Aber wie willst du da durchkommen? Stehen überall Leute. Hast du davor, das Karma für deine drei defensiven Mittelfeldspieler? Ah, schade, schade. Ja, ich weiß. Ich kann auch, ich weiß, Pima, aber bei mir ist selber nicht mehr so viel drin. Ja, danke. Ich spüre das auch, aber...
Ich spüre auch, wenn bei mir aber der letzte Funke fehlt. Quest. Nein! Das war schlecht. The attendance for this match was 70,987. Und der Jackson immer, die kleben an mir. Ich komme gar nicht weg. Das kann doch nicht sein, das muss doch mal gepfiffen werden jetzt hier langsam. Oh, Dennen. Oh. Oh. Dennen. So nicht. Rushi macht Wuhu. Schade. Schön gesehen, schön gemacht, aber hat nicht gereicht. Okay, hat er gut gemacht. Das war dumm.
Schade, Ito kam da nicht durch. Schade, Raoul. Ja, schade, schade, schade. Ah, ne, jetzt mal Finger weg hier. Ah, auf jeden Fall habe ich gut gespielt, aber hat nicht gereicht. Stark war der jetzt eigentlich nicht. Das hätte ich packen müssen. Substitutions taking place. Ah, schade, schade, schade. Nicht schlimm. Boah, erstmal hier. Andere Ansicht. Reicht mir aber auch für heute, Leute. Was nicht mit den Niederlagen zu tun hat, macht mir immer noch Bock, aber ich brauche jetzt erstmal eine richtige Pause. Boah, hat aber gebockt. Hat schon stark gespielt, ich hätte noch mehr reißen können. Aber so ist das. Das war meine Analyse. Reicht. Wenigstens gucken, hoffentlich war der wenigstens stark. Oder hat sich nur stark angefühlt. Ja, okay, geht. Hätte schon mehr bei rumkommen können. Oh, so. Ich bin wirklich fertig mit der Welt. Hier nochmal einmal die Partner alle. Ich brauche noch einen Energy Drink Partner oder sowas. Wir gucken jetzt mal, wer da ist. Wenn keiner da ist, zum Raiden, IFU-technisch, dann, Kongo, danke, die Rettung. Du erlöst mich, du hast gesehen, ich quäl mich nur noch. Alles klar. Wir raiden jetzt mal schön zum Kongo rüber. Kongomat, was für ein Name. Aber ich habe die Schnauze voll für heute. Da ist er. Kongomat. Was für ein Name. Rüber zum guten Kongo. Innerhalb von 88 Sekunden. Ich bequatsche dir normales. Hier die Biergang. Die Bärengang. Ne? Schaut mal in den Shop rein. Könnt ihr auch Bärgang mal bei Instagram eingeben. Alle anderen Links geht da bei Instagram. Auf mein Instagram drauf, da sind die Shop-Links auch nochmal alle verlinkt, Leute. Wenn ihr Spaß daran habt, mal so ein Denim-Shirt, dies, das, jenes, wie ihr wollt. Extreme Raid, extrem geile Sachen für euer liebstes Stück, für euer PlayStation-Pad. Instagaming, holt euch da über meinen Link ganz gerne IFO-Points, also beziehungsweise Coins, PSN-Guthaben. Und naja, so weit, so gut. Alles ist super. Ich gehe schon mal kurz hier in den Kanal rein. Und dann macht er mal ein bisschen Welle beim guten Kongo. Ich danke euch. Ich danke jeden Einzelnen dafür, dass ihr zugeschaut habt. Der Kanal hier wird immer weiter ausgebaut und wachsen.
Rumschraub, Rumschraub, Fidibus, Dennen, Kuss geht raus. 14 Sekunden noch. Gewinne, 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 jeder kann mal, keiner möchte. Kommen Sie ran, kommen Sie näher. Oh yeah. So sieht's aus, meine lieben E-Football-Freunde. Wir sehen uns. Ciao.